Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Und zwar, der nächste Adventskalender wartet auf uns. Und zwar habe ich einen Kalender, Sense Beauty. Den habe ich geholt bei uns bei Thomas Philips. Den gibt es aus 13, 14 Euro. Ja, und habe gedacht, gut, schauen wir uns an. Übrigens guckt in der Playlist, da habe ich noch andere Kalender ausgepackt. Das sind welche von Penny mit Whisky, Alkohol und andere mit Beauty-Sachen. Super geile Kalender, definitiv. Und einen Douglas-Kalender habe ich auch schon mal ausgepackt. Auch sehr, sehr gut. Also schaut in die Playlist. So, Kalender kann man dann hier schön aufklappen. Ja, hinten steht natürlich schon drauf, was drin ist. Wollen wir aber natürlich jetzt nicht wissen. So, dann fangen wir mal an. Und zwar mit der Nummer 1. Die ist hier. Oh, das ist schon sehr straff, die Türchen hier. Junge, Junge. Da muss man auch schon ein bisschen Kraft haben. Ja, die sind sehr schlecht perforiert. Das ist auf jeden Fall schon mal so. So. Und zwar haben wir hier ein Peeling. Ja, ein Gesichtspeeling. Zwei. Ja, aber echt, die ist sehr schnell zum Öffnen. Das ist so ein. Ja, was ist das hier? Entweder ist das hier zum Abrubbeln oder. Nee, ist hier so ein Badesalzwürfel. Also legt man ins Wasser, dann löst es sich auf und dann kann man da drin baden. Die zwei. Das ist Nummer drei. Sehr schwierig hier rauszuholen alles. Haben wir wieder ein Peeling. Okay. So, jetzt haben wir die 3. Die Nummer 4. Hier schon mal die 5 gleich. Die 4. Ach hier. Ist etwas größer. So, okay, warte. Ordentlich schwer verpackt. So, und hier haben wir ein Tübchen, eine Handcreme. Ja, okay. 4, hier jetzt haben wir direkt 5. Ein Beutel reingeklebt, wozu auch immer. Badeperlen. Deine Ruheoase und Inspiration der Sinne für deine Haut. Na gut. Ja. Dann auch. So eine Art Badesalz, ne? 5. Die 6 ist hier, die war kleiner. Die Perforierung ist echt nicht gut. Macht man sich mehr kaputt hier. So. Ja, haben wir hier so einen Lipgloss. Einen glänzenden. Ja. Das glänzt. Glänzen ja meine Lippen jetzt. Gut. Oder auch nicht. Schmeckt aber lecker. Irgendwie so noch Erdbeeren. So, was war der Lipgloss? So. 6. Ja, jetzt ein bisschen. Pumpy. Keine Ahnung. 6. Muss wieder abputzen. Das ist nicht so meins. 6 ist nämlich die 7. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer öffnen. Okay. Aber wie gesagt, um die 10 Euro kostet ein Katalog, wollte ich gerade sagen, Kalender. Kann man nicht meckern. Ja, ist eine Nagelfeile. Alles Übliche, wenn man sie kennt. Die Nummer 8. 8 ist hier unten. Ihr seht, ich echt zu kämpfen, das Ding aufzumachen. Shampoo für jeden Tag. Ja, okay. Die 8 und jetzt die Nummer 9. Hier schon mal die 10. Wo ist die 9? Ach hier. Sehr großes Türchen. Nummer
dieses hier wieder sehr schlecht auf. Und auch dieses wieder reingeklebt. Ja, haben wir wie schon mal gehabt. Badesalz, brauchen wir jetzt nichts zu sagen. So, die Zehen. Schaumstoffdinger, die sind dafür da, wenn man sich dann die Fußnägel oder so, Fingernägel anpinselt. Ja, auch ein Mann weiß sowas. Mhm. So, 10. Jetzt die 11. Die 11 haben wir hier. Größeres. So. Körperbutter. Kann man die Frau mit einschmieren, dann schmeckt sie nach Butterbrot oder so, keine Ahnung. Ja, ist ein bisschen eine Art Creme, ne? So, 11. Die 12, die 12, die 12, die 12, die 12, warte. Die 12. Für Stinkefüße. So, Fußcreme. Gut. Jetzt nehmen wir die 13. Ein Baller. Ein kleiner Baller. Nee, kein Baller. Ein Badekuchen. Okay. Auch Baller hat die nicht dagegen. Rollt. Brauchen wir jetzt bei der 13. Die 14, 14, 14. Die 14, 14, 14. Ja, wo ist denn jetzt die 14? Jetzt war 13. Okay. Okay. Die 14. Oh, ich bin jetzt. Stehe gerade auf dem Schlauch. Ach ne, hier. Hier ist die 14. Hätte mich auch gewundert, wenn noch gefehlt hätte. So. Auch das kriegt man wieder sehr, sehr fein raus. So. Haarconditioner. Ja, okay. So, 14. Jetzt habe ich schon vergessen, wo die 15 vorhin war. ach ja. Schon schwierig rauszukriegen. Ein Duschgel. Für jeden Hauttyp. So, 15. Hier ist die 16. Langsam füllt der Karton auseinander. Jo, hier haben wir. Was haben wir hier? Irgendein Säckchen oder was ist das hier? Fummeln wir mal auseinander. Ups. Ja. Jo, ist irgendwie so. Jo. Ein Netz, wo man Sachen reintun kann. Theoretisch Segel reinmachen. Oder man sieht so im Kopf. So. Ja, halten jetzt. Ne? So, 16. 17 ist. Mal gucken. Ne? 17. Ah, yeah, yeah, yeah. So. 17. Eine Tagescreme. Die 18. Heutzutage benutzt fast keiner mehr eine Seife, sondern eher verdreckt das ganze flüssige Zeug. Aber früher hat man sich immer mit Seife gewaschen und früher hat man auch Klamotten mit Seife gewaschen, also normale Anziehklamotten. Macht man heutzutage leider nicht mehr. Gut, 19, 20. Was soll ich jetzt sehen? 20, 20. Das
Ich komme wieder, hier kommt raus. So, also die Frauen müssen aufpassen, sonst sind die Finger nicht ab. So, Duschgel. Okay. Ist auch schon ein bisschen offen. Ein bisschen gefährlich. 20. 21 ist hier. Ein Körperpeeling. Okay. 21. Jetzt nehmen wir die 22. So. Körperspray. Machen wir mit dem Körperspray. Ist das jetzt eher so ein Deo oder was soll das sein? Riecht auf jeden Fall sehr lecker, erfrischend. Ja. Ich denke mal, Körpersprüh so wie so ein Deo, gehe ich mal von aus. Gut, 22. 23. Okay. 23 kommen. ja. Ist da nochmal drin? Nee. Ja, das soll irgendwelche Blumen sein. Wir haben in der Mitte auch ein Loch, aber ich denke, da wurde irgendwas vergessen. Das sollte wahrscheinlich irgendwie so zusammenhalten. Oh, riechen aber sehr gut. Da muss ich das Haar machen, glaube ich. Nee, die riechen aber lecker. Schön erfrischend. So, wieder zurück zur Tatsache. 22. So, 24. So, okay. Ist leider nicht so groß. Na gut. Jetzt ist auch der ganze Karton auseinandergefallen. Ein Gesichtsreiniger. Ja. Ist gut. Ja. Der Kalender. Top. Mit dem Preis gibt es, wie gesagt, bei Thomas Philips. Vielleicht seht ihr den auch woanders, in einem anderen Laden. Könnt ihr gut kaufen. Es sind gute Sachen drin. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen rauf. Abonniert den Kanal. Schaut in die Playliste, da sind noch mehr Kalender. Ciao. Bis zum nächsten Mal.